Ah, Lokalfans, gerade so ein kleines Päckchen gekommen. Rundherum eingepackt. 66 Kilo schwer. Ah, packen wir es mal langsam aus. Oh, einmal ausgepackt. Man sieht schon direkt, was es ist. Ich habe mich natürlich prompt im Gewicht vertan. Es steht zwar 66 drauf, aber drin zu sein scheinen 69. Ja. Vielen Dank schon mal an Blackstone. Ich freue mich und dann werden wir das Ding mal aufbauen. Erstmal gucken, wie es nach hinten bekommt, damit es hier aus dem Hausflur raus ist. So, in dem kleinen Paket Schlauch mit Druckminderer. Da werde ich aber gegen einen Doppeldruckminderer austauschen und noch eine Schraubdrucksicherung dazwischen machen. Von diesen Fettauffangbehältern ein paar. Sieht aus, passt da einiges rein. Ein Bandscheibenvorfall. Ein Hund, der spielen will. Und ein bisschen zur Luft kommen. Später sind wir im Wintergarten angekommen. Bei einem Handbuch dieser Größe kriege ich immer so ein bisschen Angst, weil ich bin immer davon ausgegangen, einen Grill schaltet man an. Da steht im Zweifel noch drin, wie macht man ihn sauber. Ich lasse mich überraschen. Hilfe. Das kann doch gar nicht wahr sein. Rollen, Rädchen, Schrauben, Feststeller, Hebel, keine Ahnung, alles, Griffe. Ja, alles, was das Herz begehrt. So. Alles ausgepackt, die ganzen Einzelteile mal extra gelegt. Das ist im Übrigen tatsächlich ein Komplettteil und wirklich nicht zu verachten. Deckel und diese Plansche darunter ist schon, oder Grill, ist schon enorm. Ja, jetzt geht es ans Zusammenbauen, da werde ich jetzt wohl doch mal das Handbuch nehmen müssen. So, auf der einen Seite sind fixierte Rollen mit so einer Rändeschraube. Auf der anderen Seite sind Drehrollen, Entschuldigung. Drehrollen, die werden mit Muttern und einem Spannring befestigt. So, kleinen Nachteil habe ich gefunden. Also hier, ganz ohne Schwierigkeiten. Ich deute es nur mal an. Passt das hervorragend rein. Dafür ist dann ja auch diese Klemme da. Die sind ja extra dafür da, damit man die nachher zusammenfalten kann. Das Problem ist, auf jeder Seite geht das nicht. Da ist also Verbesserungsbedarf meines Erachtens. So bin ich dazu gezwungen, die Rollen jedes Mal auszubauen. Ein weiser Mann könnte jetzt sagen, okay, dann dreh doch einfach die Dinger um. Ja, dann passen die Schrauben aber nicht mehr. Die sind dann zu kurz, die müssten dann was länger sein. Ich denke, das ist einfach nur mal ein Verbesserungsvorschlag wert. Den sollte man mal an Blackstone geben. Ich werde das gleich mal melden. Und dann sollte das gar kein Thema sein, dass man den Grill auch mit Rollen zusammenbaut. Da kann man sich überhaupt nicht beklagen. Bodenplatte war ruckzuck drin. Die wird nämlich einfach nur mit zwei Rändelschrauben gemacht. Von unten liegt sie hier auf. Das heißt, wenn der Grill umgedreht ist, wird das Ganze auch noch getragen. Ablauf für Flüssigkeiten, die im Zweifel reinkommen. Hier der Küchenpapierhalter wird über solche Kügelchen gehalten, hinten mit einer Schraube. Und durch diese Kügelchen kann man den nicht mal eben wegschieben. Muss ein bisschen nur drücken und dann kann man den komplett einklappen und er ist nicht mehr im Weg. Die Knöpfe habe ich jetzt einfach nur angesteckt. Vier Brenner und ganz wichtig, der obligatorische Flaschenöffner von Blackstone. Den Griff einfach mit vier Schrauben festgemacht. Weil ich jetzt gerade hier auf der Seite beschäftigt war, habe ich direkt den Schlauch und den Druckminderer festgemacht. Wie gesagt, den Druckminderer tausche ich noch aus, auch gegen einen also Doppeldruckminderer und den und eine Schlauchbrustsicherung. Auf beiden Seiten des Grills haben wir jetzt diese Halterungen gebaut oder dran geschraubt, Entschuldigung. Die sind dafür da, die Seitenteile festzumachen. Diese schönen Haken hier, scheinen übrigens aus Metall zu sein, werden von innen einfach nur verschraubt. Da sind an den Haken selbst noch diese, ja, Verdrehsicherung nenne ich sie mal dran, also so ein Splint, der dafür sorgt, dass man das Ganze auch ordentlich festmachen kann. So, Seitenteile sind angebaut. Durch Hochklappen rasten die dann einfach ein. Alternativ kann man es auch wieder rausholen. Gleich ist dann auf der anderen Seite, das heißt, der Grill ist dann nicht ganz so breit. Wobei, er ist schon, muss man sagen, ein Monster. Die Fettauffangschale hängen wir einfach nur hinten ein. Das ist das gesamte Geheimnis. Mein Gott, Wortfindungsstörungen und Sprechstörungen. Ich soll mich mal untersuchen lassen.
So, da haben wir ein gutes Stück. Seitenteil habe ich eingeklappt, mangels Platz. Ich kann es jetzt wirklich nicht aufbauen. Das ist der Hammer, der Teil, dieses Teil. Also Grillfläche en masse. Ich habe mich extra für die Variante mit Klappdeckel entschieden, weil ich ganz gerne im Zweifel auch mal was überbacken möchte. Das ist mit dem flachen Deckel auch möglich, aber nur bedingt. Den Deckel hier darf ich 10 Minuten im Zweifel geschlossen lassen, weil er nicht ganz so heiß wird. Aber auch da sollte man vorsichtig sein. Das ist auch extra ein Warnhinweis. Dieser Griff hier wird heiß. Das heißt, ich werde den Teufel tun und den ohne Grillhandschuhe anpacken. Ja, was soll ich sagen? Fazit. Ich bin froh, dass ich ihn habe. Vielen Dank dafür an die Firma Blackstone, die mich da sehr unterstützt hat. Beziehungsweise ist der deutsche Vertrieb, der dazu gehört. Vielen Dank. Ja, was soll ich sagen? Also, ist schon ein Hammerteil. Wetter spielt jetzt gerade nicht mit, sonst würde ich direkt mal draußen was draufschmeißen. Zumindest würde ich ihn mal einbrennen. Aber das spare ich mir dann tatsächlich. Das mache ich dann bei Gelegenheit, wenn das Wetter mal 5 Minuten mehr Sonne hat als heute. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Olli, vielen Dank für den Tipp, den du da hattest. Wie gesagt, ich bin dann auch mal auf den Gedanken gekommen, mich mal selbst bei denen zu melden. Also das ist eine super Geschichte. Gerade hier bei mir im Catering-Bereich brauche ich eine Alternative, weil ich letztens festgestellt habe, wir hatten ein Event, da durfte ich ein offenes Feuer machen. Ist jetzt, wenn man eine Feuerplatte nutzt, etwas doof. Aber ich sag mal, hier die Grillfläche, das ist schon ordentlich Ersatz, sodass ich sagen kann, damit kann ich auch im Catering-Bereich arbeiten. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns.